Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Und vorab schon mal gesagt, ihr seht vielleicht, dass ich gerade kein Dingsspieler mehr bin, sondern Auswechselspieler. Das liegt daran, dass ich mich einfach verletzt habe in einem Spiel, wo ich Offscreen gespielt habe. Denn die Bundesliga habe ich ganz knapp verloren. Denn ich zeige euch die mal kurz. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch die gibt. Ich glaube aber nicht mehr. Nee. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade auf dem Platz 1, ja. Und FC Bayern war, München war ja letztens auf Platz 1, ne? Also im letzten Video. Und zu dem Zeitpunkt gestern, weil ich habe gestern das noch weiter gespielt, hatten die 83 Punkte und ich hatte 80 Punkte. Das heißt, ich hätte eigentlich gewonnen, hätten die verloren. Aber die haben leider. Leider noch das 3 gemacht, das den Ausgleich gemacht. Wobei die hätten auch, glaube ich, mit die hätten so oder so gewonnen, ne? Weil mit Unentschieden kriegst du ja auch einen Punkt. Ne, ich hatte 80. Ah nee, die hätten dann verloren. Weil wir hatten beide 80 und hätte ich 3 Punkte gekriegt und die nur einen, hätten die 81. Okay. Ja, dann hätten wir gewonnen, aber egal. Egal. Was mich wundert ist, dass irgendwie wieder steht hier. Kann ich euch mal kurz zeigen. Hier bei der Teamzentrale habe ich gesehen, bei Beginn der Transferperiode wechselt zu FC Bayern München. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt schon wieder nach Bayern München wechsle. Ich habe nichts gedrückt oder so. Ich kann ja auch keinen Transfer oder so Vertrag beenden. Geht einfach nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, warum das da steht. Aber wir machen einfach weiter, denn wir sind ja immer noch in der UEFA Champions League. Und wir sind relativ gut dran. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Oskin halt einfach die Bundesliga ein bisschen fertig gespielt, dass wir jetzt richtig die Bundesliga beginnen können. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt hier noch in dem Spiel-Dings bin. Das ist auch noch so eine Frage. Weil normalerweise wechsle ich ja, wenn die Transfer-Dings wieder offen hat. Und die hat ja meistens... Kann ja mal kurz hier gucken. Kalender. Also hier ist sie geschlossen. Geschlossen, geöffnet. Ja, okay, dann bin ich nicht mehr lang in diesem Team. Ja. Okay. Ihr werdet den Wechsel aber jetzt nicht im Video sehen. Also im nächsten Video bin ich dann halt einfach schon weggewechselt. Ne? Ihr wisst es ja. Also dann bin ich schon wieder bei FC Bayern. Und dann setze ich mich nochmal auf die Transferliste, damit ich irgendwo anders ins Team komme. Weil ich war ja schon bei FC Bayern. Ich wäre ja nicht wieder dahin. Genau. So, es steht gerade 2-0. Gut, das ist sehr gut. Der Ball gewinnt. Und Grund ist dieses frühe Stürmen. So. Das ist die 60. Minute, wo ich eingewechselt wurde. Danach bin ich auch kein Auswechselspieler mehr. Gute Zweikampfführung. Oh, Mist. Wäre eine gute Chance gewesen, aber am Ende knapp. Ja, gut. Ins Aus. So. Ich muss jetzt einmal den Ball kriegen, damit ich noch ein Tor schieße. Wir haben hier den zweiten Treffer für Galatasaray. Damit steht es hier nun 3-2. Gespielt sind hier 68 Minuten. Dankeschön für diese Infos. So. Boah, wie schlecht. Ah, jetzt hat er den Ball aber gut gekriegt. Warum passt er den denn zu denen? So, jetzt aber. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Jetzt können sie es machen. Nein, Pfosten. Aus diesem Angriff wird erstmal nichts. Ja, das war doch Pfosten, du Pfosten. Gefrustet, überhaupt keine Frage. Das war eine gute Chance und dann ist das Alu im Weg. Ja, genau, wollte schon sagen. Sie machen weiter Druck. Jetzt ziehen sie den nächsten Angriff auf. Das war eng, aber er hat ihn. Oh, der Eintor kriege ich definitiv noch hin. Das könnte was werden. Kriege ich doch nicht hin.
Oh, Mist. Da wäre Platz für den Konter. Muss doch wenigstens ein Tor schießen. Und da gibt der Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. So. Unaufhaltsam. Was macht er draus? Bam. Jetzt beträgt die Führung schon drei Tore. Drei ganze Tore in diesem Spiel, das ist doch mal was. Ich muss gerade überlegen, was ich sagen sollte. Geil, geil, geil. War schön rechts in die Ecke genommen. Bam. Schön rechts rein in die Ecke. Und drin ist er. So. Mindestens ein Tor muss ich jetzt noch machen. Gefährlich. Und die Balleroberung, wichtig. Mann. Hervorragender Pass jetzt. Jetzt schießt er. Mist. Wäre ich ein bisschen näher dran gewesen, dann wäre er drin gelandet. Die Ecke kommt. Und jetzt ein Schuss. Ball wieder Ecke. Okay, schießt. Mann! Ja. Hier ist die ganze Zeit Ecke einfach nur. Ja, schön. Wir können auch die Ecken einfach hier die ganze Zeit weiterführen. Kein Problem. Ist jetzt schon die wievielste Ecke? Boah. Das war knapp. Knapp. Komm, schieß. Komm, wenigstens ein Tor jetzt noch, Jung. Und jetzt dann freue ich mich. Zu spielen. Er zieht einfach vorbei. Bam. So, jetzt bin ich zufrieden. Zwei Tore geschossen. Zweierpack. Doppelpack heißt das nicht, Zweierpack. Warum sage ich Zweierpack? Vielleicht kriege ich noch einen Dreierpack hin. Er geht vorbei. Ja, Dreierpack. Let's go. 5 zu 0, das ist eine deutliche Sprache. Ne, 6 zu 0 war das mal. Ne, er hat es gerade gesagt. 6 Tore. Jetzt mache ich hier die ganze Zeit nur Tore. Anfang war ich immer ein bisschen schlechter, aber jetzt. 6-0. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Der Pass. 7-0. Let's go. Mach ich die ganze Zeit. So jede Sekunde mache ich hier nur Tore. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Aua. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen und er hat ihn. Hätte mich lang gelegt, ey. Warum kriege ich denn immer faul? Kickt ihr doch nur weg. Pass kommt nicht an. Dann schießt zu dem. Amadou Aldara. Ja, wird hier gut unterstützt. Ha. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten jetzt. Ja, jede Menge Druck jetzt. Da ist das Pressing erfolgreich. Schieß. Ja. 8-0. Was willst du mehr? Und da ist das Spiel auch vorbei. Das ist jetzt eigentlich. Bin ich jetzt schon im Dingens? Boah, 4 Tore hat Ach, ihr wisst, was ich meine, gemacht. Achso, und was ich euch auch noch sagen muss, ist, ich spiele tatsächlich auch bei der Nationalmannschaft. Ihr seht es hier. Okay, ihr seht es noch nicht, weil ich noch nicht das Spiel habe.
Aber ich bin tatsächlich auch jetzt in Deutschland, also in der Mannschaft Deutschland mit drin. Normalerweise. Ich weiß tatsächlich gar nicht, warum hier nichts angezeigt wird. Egal. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sando. Ciao, ciao.